Willkommen zurück. Gestern haben wir schon 3 Stunden Lara Croft gespielt. Mit der Lara Croft. Ja, ich mache das einfach weiter. Bevor ich mich nach einem neuen Spiel widme, mache ich das erstmal durch. Sonst haben wir hier ein Spiel mit 30% und fangen dann Neues an. Das wäre ja auch nicht so schön. Zudem ich auch noch nicht wirklich weiß, was ich als nächstes so machen soll. Eigentlich mache ich ja immer so das, wo ich gerade Lust habe. Ja, dann willkommen nochmal. Schönen Sonntagabend wünsche ich euch allen und wir starten einfach mal los. So, das ist nicht die Schrottflinte. Das ist auch nicht die Schrottflinte. So, machen wir ein bisschen Lärm. Kleines bisschen Lärm, ist okay. Wieder schön tief. Sie wollte wohl wieder runterfallen. Auch sehr mutig, sowas zu tun. Ganz ehrlich. Ich würde es auch nicht machen. Normalerweise bin ich schneller im Durchspielen. Nur ich habe mir halt auch ein bisschen Zeit gelassen. Ich wollte ja auch nicht als Könner dann so durchrennen, dass keiner mitkommt. Weil sonst bin ich halt eher so jemand, der einfach durchrennt und fertig. Weil ich es halt alles schon auswendig kenne. So. Jetzt kommt nämlich fettes Gemetzel. Ach, wieder so ein... So. Eigentlich wollte ich die Schrotflinte oder sowas nehmen und nicht hier so ein... Minigewehr. Treffen sollte gelernt sein. Eigentlich so, das war es schon, oder was? Ich dachte, hier kommen immer mehr Leute. Solditen. Bisschen mehr Shooter fände ich schon nice irgendwie. Sollte beim nächsten Mal durch. Spielen wohl echt mal auf schwer stellen. Vielleicht kommen da mal mehr Gegner. Aha. So, den haben wir gelootet, den haben wir gelootet, den haben wir gelootet. Ja, dann mal ab nach oben. So, nicht mein Freund, nicht mit mir. Auf die Tricks falle ich nicht rein. So, jetzt wird's nämlich gemein. Wie war das gleich noch? Ah ja, stimmt. Erstmal eine Seite aufmachen. Von diesen Windschächten. Dann lassen wir da einmal ein bisschen Wind durch. Da müssen wir uns nur mal richtig hinstellen. Das könnte klappen. Und Pfosten kaputt machen. Zack. So. Den mache ich jetzt wieder zu. So, wieder geschlossen. Huch. Q wollte ich nicht drücken. Ich wollte W drücken. Dann die andere Seite. Dann machen wir die andere Seite nun auch kaputt. Und zack. Ah, jetzt kommen erstmal wieder ein paar.
Oha. Ist gut gepanzert hier, der. Der rechts auch noch einer, ne? Machen wir dich hier auch noch auf. Genau. Nee, nicht mit der Schrot. Genau so. Zack. Und kaputt. Somit können wir jetzt da, wo die Glocke runtergefallen ist, unten durch. Au, und die fällt schon wieder so tief. Die Arme. Oh, ist ein Dickerchen. Nein. Wieder hinten schampf, viel zu weit rechts. So nicht. Da hat er mir die Leertaste nicht angenommen. Och ja, kann passieren. Viel zu weit rechts, die Alte. Ah, so, klappt doch. Kann ab und an mal passieren, sowas. Miss Croft hat ja eh immer irgendwie so ein Eigenleben. Die springt ja immer so, wie sie das gerne hätte. Und nicht, wie man es drückt. Oh, wo ist sie denn jetzt hingeflogen? Wieder in die Arme. Na, immerhin mal ins Wasser und kühle nass und nicht auf den Steinboden geknallt oder so. Ich bin unterwegs zum Palast. Wenn Sam recht hat, werden die anderen auch dort festgehalten. Ich komme zu dir. Und wir gehen zusammen rein. Dann latschen wir hier mal lang. Oh, ein Lager. Ich glaube, wir hatten noch keinen Fähigkeitspunkt, oder? Nö, noch nicht. Ich dachte, es könnte nicht mehr schlimmer werden. Die 165, die reichen auch, glaube ich, noch nicht. Sie waren gekleidet wie die Sturmwache und ihre Geräusche waren fast... Ne, da müssen wir noch ein bisschen sparen. Für... Dann kann man die Waffen später nochmal upgraden. Ein neues Tagebuch. Dings gekriegt. Ach, da hinten kann man noch so ein... Wie heißt das? So eine Statue anzünden. Machen wir direkt mal. 7 von 10. Fehlen noch 3 Stück. Mhm.
kann man auch noch mal lang. Ah, hier ist sogar Bergungsgut. Ja, die, ob ich die schon anzünden kann, muss ich mal testen. Noch mal eine Runde Bergungsgut. Eine schicke Kiste. Zum Einzocken. Ah doch, den können wir uns auch schon holen. Dann muss ich wieder da runter gehen. Brauche ich mal einen Bogen? Nee, Bogen. So. Guck mal, ob das so klappt. Jupp, hat geklappt. Und den ziehe ich dann jetzt. Achso, da kann man ganz hoch. So Richtung zu diesem Bergungsgutteil hier rüber. Damit der nämlich runterkommt. Kleines Stück zu weit rechts. Dann halt nochmal. Zappeln ihn zu. Wieder ein Stück zu weit rechts. Meh. So auch nicht. Immerhin verliert man so keine Pfeile, sonst hätte ich wahrscheinlich schon wieder keine mehr. Aha, jetzt hat das geklappt. So, eine Runde Bergungsgut. 2 von 3 von Gewehr. Achso, das ist ja dann der Weg. Hier war, glaube ich, auch nichts mehr. Groß zum Sammeln. Was ich ja eigentlich eh nicht wollte und ich kann es nie aufhören. Aha. Ja, wenn du so schön besoffen bist, kann ich noch abknallen. Weil der guckt doch in meine Richtung, der müsste mich doch eigentlich sehen da. Ach, duck dich doch nicht. Aha, besoffen, aber kann auch schießen, der Typ. Ja, klar. Gute Nacht. Kriege ich auch eine Flasche. Alles schon leer gesoffen hier. Egos. Ich wollte auch einen Schluck Bier. Ein bisschen Motivation antrinken für die... für das ganze... den ganzen Schock, den man hier erleiden muss. War das Nummer 3? Jo. Das war Nummer 3. Die Schrotflinde. Ich bin das hin. Alles okay? Was wollen die von mir, Lara? Mein Feuerritual. Das ist so krank. Hör zu, ich komme und hol dich. Ich werde dich da rausholen. Bitte, bitte hilf mir, Lara. Ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir, Sam. Hey, sie hat das Gerät. Sam! Sam! Hilfe! Lass sie in Ruhe, ihr verdammten Schweine! Lass sie sofort in Ruhe! Vorne eine Runde Munition. Hier soll ich runter. Will ich noch nicht. Ich habe hier noch gesehen, dass man hier noch was sammeln kann. Da kommt man hier nicht noch irgendwo nach oben. Na, doch, geht. Munition, Munition, alles schon voll. Noch eine Kiste für Erfahrungspunkte und ein Dokument. Es mangelt mir an nichts.
Als Priesterin der Sonnenkönigin stehe ich am Hofe über allen anderen. Ich werde geschult in Sprachen, Etikette, Geschichte, Kriegsführung. Alles, was zum Herrschen vonnöten ist. Und die Königin ist wie eine Mutter zu mir. Warm, fürsorglich, liebend. Doch es fühlt sich falsch an, wie eine Art Schauspiel. Auch die anderen Priesterinnen sind beunruhigt. Einige fühlen dasselbe wie ich. Vielleicht sogar alle. Aber warum? Wovor haben wir Angst?